Hallo, wundervolles und geschätztes Wesen. Danke, dass du da bist. Hello, wonderful and appreciated soul. Thank you very much for being here. English follows after German. Gerne möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die sich bei uns vor circa 30 Jahren ereignet hat. Und daraus möchte ich euch ein paar andere Sachen auch noch ergänzen. Mein Vater hat meinem Bruder ein paar neue Skis zu Weihnachten geschenkt und mein Bruder war so wütend, schon wieder ein paar neue Skis bekommen zu haben, dass er sie ihm zurückgab. Aus holistischer Sicht hat er natürlich völlig richtig gehandelt. Aber mein Vater hat nicht einfach ein Weihnachtsgeschenk gemacht, weil es ein Weihnachtsgeschenk sein sollte, sondern er wollte meinen Bruder erfreuen aus seinem tiefsten Herzen und mit seiner vollen Liebe mit neuen Skis, weil er genau wusste, mein Bruder liebt Skifahren, er liebt es, im Schnee zu sein und es war von ihm die Erfüllung, Menschen glücklich zu machen. Und er handelte nicht, weil Weihnachten war, er handelte, weil er aus Liebe und aus lichtvollem Sein etwas verschenken wollte. Und dieses Ereignis hat bei uns dann ausgelöst, dass wir aufhören, Weihnachten zu feiern. Und seit 30 Jahren gibt es bei uns Weihnachten in dem Sinne nicht mehr. Wir verschenken auch keine Geschenke mehr. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir so früh und dank der Aktion meines Bruders, wenn sie auch meinem Vater, wohl auch meiner Mutter und mir sehr wehgetan hat, weil wir wussten, mein Vater handelt aus Liebe und nicht aus einem Müssen. Am 18. Dezember, ein paar Jahre später, ist mein Vater dann von diesem Planeten gegangen und wir haben die Beerdigung am 24. Dezember in der Kirche gefeiert und es war Licht, Licht und nochmals Licht. Und so viele Menschen haben uns gesagt, oh nein, es ist so traurig. Und selbst heute, nach so vielen Jahren, wenn ich jemandem erzähle, dass wir am 24. Dezember die Beerdigung meines Vaters hatten, fühle ich Mitgefühl. Und ich sage immer, nein, es war richtig. Es war richtig, weil mein Vater Licht war und weil er Licht verbreitete. Und nichts hätte besser zu ihm gepasst als dieses Fest. Und die Kirche war voller Licht und es waren hunderte von Kerzen angezündet worden. Der Christbaum wurde sogar angezündet, weil keine Kerzen mehr da waren. Und wenn ich jemanden frage oder wenn ich dich jetzt frage, was ist Weihnachten? Was feiern wir da überhaupt? Was würdest du mir sagen? Du wirst mir vermutlich antworten, es ist das Fest Christi, die Geburt von Christus. Aber weißt du was? Die Geburt Christus. Was ist Christus? Christus ist Licht. Und was wir feiern, ist das Fest des Lichtes. Aber das Fest des Lichtes ist eigentlich um den 21., dieses Jahr 22. Dezember und die Zeit darum herum. Und dieses Datum oder diese Daten, 24., 25., 26. Dezember, sind nichts anderes als ein Konstrukt aus einer Religion. Und eigentlich wollen wir das Licht des Fest des Lichtes feiern. Und wenn wir das Fest des Lichtes feiern wollen, dann ist das alles andere als diesen Stress, den ich hier sehe, seit Oktober. Seit Oktober nimmt es zu und zu und zu. Materialismus hier und da. Und wenn ich kein Geschenk mache und keine Karte verschicke und kein SMS und kein Video und nichts, dann ist das, weil ich dies zugunsten unserer Mutter Erde tue. Weil ich dich erfreuen will durchs Jahr und überraschend und nicht, weil eine Zahl in der Agenda sagt, dass es jetzt zu tun sei. Liebe zu verströmen, Licht zu verströmen, das ist die Aufgabe, was ursprünglich gedacht war. Und das wollte eigentlich
hinaus in die Welt. Und so oft höre ich, ach, wir tun es für die Kinder. Eure Kinder, eure heutigen Kinder, die sind viel bewusster, als du denkst. Unsere heutigen Kinder, die wüssten sehr gut umzugehen, wenn du ihnen die Geschichte des Lichtes erzählen würdest. Und wenn du mit ihnen das Fest des Lichtes feiern würdest. Und glaube mir, wenn sie von Anfang an gelernt hätten, dieses Fest des Lichtes zu feiern, würden sie keine Geschenke vermissen, weil das Geschenk, das bist du. Und dieses Geschenk, welches du bist, kannst du verschenken mit Zeit. Schenke deinen Kindern, deinen Großkindern, den Kindern um dich und allen Menschen um dich Zeit. Zeit in Liebe zu verbringen, Zeit in Licht zu verbringen. Und sei das irgendwann während des Jahres. Kann ja sein, dass du spürst, dass dein Kind traurig ist oder dass dein Kind jetzt ein bisschen Zeit mit dir wünschen würde. Dann nimm doch einfach mal spontan einen Tag frei und spende diese Zeit mit deinem Kind. Verbringe sie mit ihm. Genieße die Liebe und das Licht und zwar irgendwann unter der Woche, weil du dir einen Tag freigenommen hast für dein Kind, für dein Großkind, für dein Patenkind, was immer. Licht und Liebe soll zur Allgegenwärtigkeit wachsen und mögen wir es uns trainieren, üben, jetzt in dieser Zeit. Es ist das beste Übungsfeld, welches wir uns nehmen können. Somit wünsche ich dir wunderschöne Tage. Genieße es und vielleicht nächstes Jahr lässt du diesen Materialismus einfach mal außen vor. Dankeschön und schöne Zeit. I would like to tell you a story that has happened in our family about 30 years ago. My brother has gotten some new skis for Christmas from my father, from my parents, and he gave them back to him. And he said, not new skis again. And out of a holistic way, of course, my brother has reacted completely correctly. But my father didn't give it because it was Christmas. My father gave it because he knew my brother loves skiing. And he did it because he loved him. He did it out of love. He did it out of his wonderful light that he was carrying within him. But this situation was the point of a new era in our family, and we decided not to celebrate Christmas anymore. And I'm proud of our family because we were ahead of time a little bit because we didn't celebrate Christmas anymore. My father passed away a couple years later, 18th of December, and the funeral was December 24th. Nothing could have matched better but celebrating his passing over on the day that Christmas is celebrated, because there was so much light. There was so much light in the church and so many candles, hundreds of candles were lit up from the people that were there. And because there weren't enough candles, they even started to light up the Christmas tree that was ready for the evenings. So for my father, it was perfect. The light was there, the light he was all around us when we celebrated his passing over. The materialism that we see around us, that hurts me every year, and it starts in October, and it's picking up all the time. And if I would ask you, what is Christmas? What would you answer me?
You probably would answer me as the birth of Christ. But what is birth of Christ? Christ is light. Christ is Christ light. We're celebrating the light, the birthing of light. And as a matter of fact, this is around the 21st and 22nd of December. And 24th, 25th, and 26th of December is just a construct of a religion. And we have forgotten to celebrate the birth of light. And it's very important to be aware that we are celebrating the birthing of light, which means we're celebrating the birthing of love. So let's be aware of that light and of that love. And so many times I hear, oh, well, we're doing these Christmas celebrations for the children. But you know what? The children today are much more aware than you think. And if they would learn from the beginning that if we want to celebrate something around this time, we should celebrate the light coming back in, the love coming back in. Believe me, your children, your godchildren, your grandchildren, they would believe, they would know it, they would celebrate it, and they would not miss any presents. Give them the chance. Give them the courage to stand up for that light that they are and the light that we all are. And I wish so much we're coming away from this materialism and start to celebrate that love and light. And it would be so nice that during the year when you see your child or your grandchild is a little tired or sad, then you take a day off and spend it with your child or grandchild or godchild, whatever it is. Spend time, give away time. Give away time of love. Make a real present because you are the present. Light and love shall be in our consciousness at all times. And let's birth that now. I wish you wonderful days and see you later. Bye-bye.